Weiter geht es mit einer neuen frostigen Folge. Spider-Man, Miles Morales, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die super frostig coolen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt auch ein bisschen Spider-Man spielen? Dann lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar mit eurem Discord-Namen, ob ihr es für die PlayStation 4 oder für die PlayStation 5 haben wollt. Alles steht zur Auswahl, einfach in die Kommentare schreiben und schon könnt ihr gewinnen. So, wo schon weg und jetzt gehen wir mal hier drüben an den Computer ran. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Alles klar, Freunde, wir haben diverse Missionen. Wie es scheint. Okay. Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja, ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Die Venom-Power. Ich meine, wir wissen ja schon, dass es Venomkraft heißt. Ja, Venom werden wir hier definitiv nicht sehen. Also ich denke, Venom sehen wir erst in Spider-Man 2. Weil hier haben wir ja kein Spider-Man 2, sondern nochmal so ein kleines Standalone-DLC mit eben Miles Morales. Aber kein offizieller zweiter Teil. Gut, was haben wir hier? Ich schau mal rein. Hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Als ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Scherz. Den Link findet ihr auf dem Blog. Frage 3. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist. What? Warum? Was wie? Gestohlenes Fahrzeug? What? Ich würde mir gerade hier schön chillig den Podcast reinziehen. Gut, schauen wir hier mal rein. Howdy, Miles. Hier testen wir deine Punktsprungfähigkeiten. Passiere alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Bei der Markierung geht's los. Du schaffst das. Dafür bin ich bereit. Los geht's. Alles klar, wo ist die Markierung? Hier. Wie wär's mit Punktsprungtraining? Ich muss mich also hier durchschwingen. Oh Gott, ich hab schon versaut. Ich hab schon versaut. Oh, Gold, 30 Sekunden. Unglaublich. Ultimativ. Moment, wie... Ist das das hier? Ist das die Fähigkeit? Genau so. Der Punktsprung ist eine wichtige Spider-Fertigkeit. Okay, krieg ich trotzdem nicht hin. Schwinge nicht schlecht, aber Punktsprünge sind noch schneller. Ja, das muss man aber erstmal wieder üben, ne? Und hier hoch. Oh, ich schaffe wahrscheinlich gar nichts. Das war die Hälfte. Da musst du erstmal reinkommen. So. Das war die Hälfte? Oh Gott, ich bin ja so wack. Okay, bist du da hinten der Letzte? Nein, bist du nicht, glaube ich. Da kommt nämlich noch einer und dann haben wir hier noch einen. Oh mein Gott. Weiter so, du bist fast da. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Du hebst unglaublich auf ein neues Level. Wenn du einen Punktsprung genau triffst, beschleunigst du extrem. Super praktisch, wenn du besonders flotte Tauben verfolgst. Also nicht, dass ich das je getan hätte. Nein. Natürlich nicht, Spidey. Okay, da muss man halt wieder so ein bisschen erstmal lernen, wie alles geht. War das für Howard? Ich hab von seinen Tauben gehört. Nur weiter so. Wir sehen uns bei der nächsten Herausforderung. Der Punktsprung ist halt nicht so easy. Ja, muss man ein bisschen üben. Achtung. Putz und nach vorne.
Weil es schon eine ganze Weile her, wo ich das Spiel gespielt habe. Aber es macht ultimativ viel Bock. Also wirklich großartig. Großartiges Spiel. Super nice. Aber jetzt schauen wir uns mal die nächste Mission an. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles für Aktivitäten bekommen. Und ich wette, wenn wir alle gemeistert haben, dann gibt es hier auch noch einen besonderen Anzug. Also die Anzüge freispielen war eigentlich immer ziemlich geil. Und ich würde sie schon ganz gerne alle haben. Moment, nicht hierhin, sondern hierhin. So, Anzüge. Was habe ich denn eigentlich hier? Ah, dafür brauchen wir die Aktivitätsmarken, damit wir es... Ah, okay. Wir brauchen die Marken, um eben die Modifikationen haben zu können. Ich verstehe. So funktioniert das Ganze. Und den hier gibt es ab 5. Na gut. Gut, schauen wir mal rein. Was ist das hier? Ja, nehme ich mal mit. Wenn ich nicht einschreite, kann das Böse enden. Okay, Spider-Man ist hier. Hey! Halt! Hey, halt! Ich bin nicht wirklich vorbereitet, aber hey! Wow, 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 wow. Boom! Venom Punch! Jetzt bist du! So, einen weggeholt. Okay, Objekte schleudern. Bam! Dann machen wir mal den hier. Okay, haben wir hier irgendwo noch was zum Schleudern? Gib mir was zum Schleudern. Nein, nicht heute. Heute zielt niemand auf den guten alten Spinnenmann. Er vernichtet uns! Diese halbe Portion! Ja, diese halbe Portion hat's eben böse drauf. Das Geile ist, er kann halt schon sehr, sehr viele Fähigkeiten von Peter. So, Kumpel. Einer fehlt noch. Oder? Halt mal still! Ey, yo, wo bist du? Und erledigt. Langsam nimmt man mir den Helden ab. Ja, langsam. Oh, das gibt auch Belohnung. Okay, ich dachte schon, das wäre richtig heftig, wenn man nur durch... Okay, ich muss meinen Anzug modifizieren. Alles klar, wäre echt heftig, wenn man das nur durch diese Challenges machen könnte. So, gedrückt halten. Bam. Jetzt habe ich das hier freigeschalten und jetzt haben wir hier reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe um 25%. Yes, und das auch drin. So, und hier brauchen wir 8. Yo, 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 Bruder, was geht? Yo, yo, yo. Also immer schön hier auf Patrouille gehen, durch die Nacht schwingen. Denn obwohl Weihnachten ist, das Verbrechen macht keine Ferien. Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Was war das? Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Hm. Vielleicht haben die etwas gesucht. Okay, können wir Roxanne trauen? Ich weiß ja nicht. Nuform. Sie haben nach Nuform gesucht. Was hatten sie nur da? Alright, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Alles klar, Nuform-Waffen oder was?
Lass mir hier einen schönen Venom Punch. Eine Technologie, aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Oh, wow, 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 wow. Wow. Die Jungs wollen es aber wissen. So, erstmal den hier weggehauen. Spuck, 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 spuck. Wenn Spider-Man eins kann, dann ist es Spucken. Hübsche Leuchtstäbe. Okay, der eine verschwindet. Finde ich das gut? Ich weiß es nicht. Kollege, wo bist du? Hier oben. Was sind das für Waffen? Memory Metall? Wow, raus hier, raus hier, raus hier. Alter, die drehen aber auch wieder auf, ne? Nee, mehr Heilung gibt's nicht. Ah, doch. So, ich bin wieder schön frisch in der Hose. Ey, wie viele sind denn hier noch? Und, Lady? Ja, wir geben auch Mädchen auf die Fresse. Wir geben absolut jedem auf die Fresse, der es verdient hat. Finisher bereit. Nice, aber ich werde hier auch ganz schön bedrängt. Au, 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 au. Hui. Ah, das ist wieder so einer, der gepanzert ist. Du hattest recht, das ist dein Einbruch. Sie sind wohl hinter Nuform her. Bam. Zeug in dem Reaktor? Es ist noch nicht eingebaut. Sie reden oh über mein Gott, ich werde hier gerade so hart auseinandergenommen. Hey, ich habe die Einkäufe für nicht dahin, nicht dahin. Aber sie fragt sich, wo du bleibst. Alter! Mist, okay, ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Ich mach dich fertig. Halte den fest, lass ihn nicht zu den anderen. Ey, gerade, ne? Achtung! Seine Elektrohände zerstören die Ausrüstung! Ja. Ja, und die brauche ich jetzt bei dem hier. Kann ich sie verlangsamen? Komm schon, komm schon, komm schon! Ich hoffe, der ist erledigt. Ich hab hier was für dich! Einmal schön hier rein! Oder auch nicht. Der klebt an der Wand. Bam. So, den haben wir auch. Aber die halten sogar hier noch einen aus. Schaut euch das an. Er ist mir wieder frisch gemacht in der Hose. Aber da oben ist immer noch einer. Er hat seinen eigenen Kollegen bombardiert. Geil, Mann. Oh, wie viele sind hier noch? Okay, nächster. Noch habe ich den Quark hier voll im Griff. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr gut. Nein, 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 nein. Waffen zerstören, aber das bringt nichts. Nein, 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 nein. Okay. Bam. Okay, die muss ich unbedingt erledigen. Der Tinkerer? Wer ist das? Schon extrem, wie stark ab und zu die Gegner sind. Und wie denen das null gejuckt hat, ne? Boah, sag mir, dass wir gewonnen haben. Sag mir, dass wir durch sind. Sie haben von Lieferung geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Na dann, schauen wir uns das mal genauer an. Hey, das sieht so gut aus. Auch hier, schaut euch mal die Spiegelung an. Das ist halt Next Gen, Leute. Das sieht echt wahnsinnig geil aus. Ich muss auch so ein bisschen die Grafik vom Spiel genießen. Geil, Mann. Richtig, richtig geil. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn dann Spiele kommen, die ein bisschen optimierter sind. Sie verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Nun ja, können die das wirklich übernehmen?
Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Ist das möglich? Kann man einfach sagen, ja, ich mach das halt morgen. Kann man sowas machen als echter Held? Auch hier, schaut mal so ein bisschen auf die Gebäude. Das wirkt alles so viel lebendiger. Dadurch, dass die Grafik einfach besser ist. So, ich wollte ja eigentlich auch so eine kleine easy Challenge machen. Probieren wir mal das hier drüben. Damit wir vielleicht noch ein paar Points kriegen. Und haben wir hier vielleicht auch ein bisschen Verbrechen. Was ist denn los? Wo sind die ganzen Kriminellen? Na also, geht doch. Das sieht ganz schön zwielichtig aus. Lass sie nicht weg! Er hat alles gesehen! Dann machen wir das hier. Sorry, Spider-Man hassen illegale Waffengeschäfte. Spider-Man hassen illegale Waffengeschäfte. Drei Gegner lautlos. Na gut, das habe ich ein bisschen zu spät gesehen. Da war ich schon zu sehr im Blutrausch. Wir sind in der Überzahl. Ey, 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 Jungs, Jungs. Ich meine, jemand erlebt. Nein, 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 nein. Automatische Waffen? Nicht cool. Mach dich auf Prügel gefasst. Und dein Kumpel bekommt hart auf die Fresse. Ein weiteres Alright, das hätten wir. Habe ich gut gemacht. Hey, zwei neue Punkte. Kann man doch nicht motzen, oder? Dann schauen wir direkt hier mal rein. Und gucken mal, ob wir noch ein paar Punkte uns holen können. Ich liebe es halt einfach nur hier durch die Gegend zu schwingen und auf Patrouille zu gehen. Allein das finde ich schon irgendwie mega, mega nice. Und macht irgendwie einfach nur Wahnsinnsbock, Leute. Danke. Ich sehe zwar ein bisschen lächerlich aus, aber hey, danke. Ich hänge hier einfach so rum. Okay, 50 Treffer. Ich bin zwar sehr, sehr eingerostet, aber let's go. Wie gewinnst du einen Faustkampf am schnellsten? Setz deine Fäuste nicht ein. In dieser Herausforderung schnappst du dir Sachen und prügelst damit herum. Das geht mit Objekten, Waffen, sogar mit anderen Gegnern. Jeder Treffer gibt einen Punkt. Geh zum Starten zur Markierung. Wurfübungen. Cool. Bin bereit. Bin bereit. Let's do this, man. Einem Typen die Waffe aus der Hand reißen und sie dann auf ihn werfen? Reine Poesie. Bam. Und zack. Wie schmeckt dir das, Hologramm? Okay, ich brauche mehr zum Schleudern. So, 10 hätten wir. Gib mir das. Das war schmerzhaft. Das muss man mir das. Wow, 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 wow. Das Spiel sieht verrückt aus, ist aber echt effektiv. Okay, 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 okay. Ich muss hier ein bisschen mehr sammeln. Das war super. Im Schneemann. Achtung, Schneemannreste. Okay, ja. Mit Gegnern Karussell zu spielen ist ziemlich cool. So. Haben wir wieder was? Moment. Was habe ich denn hier noch? Hier. Oh nein, 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 nein. Ey, das ist nicht leicht. Gold ist echt schwierig. No, 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 no. Oh. Ich habe Silber bekommen. Gut gemacht. Spider-Knappe. Spider-Knappe. Auf den holographischen Deckel gegeben. Jetzt weißt du, wie man wirft. Versuch nun vor dem Loslassen länger Schwung zu holen. So kannst du dir Platz verschaffen. Bis zur nächsten Herausforderung. Oh, mehr Schwung holen. Gute Idee. So, hier haben wir jetzt 2 Points geholt. Anzüge. Ja, hier will ich noch hin. Fertigkeiten wollen wir auch noch gleich hin. Okay, markiert beim Scan Gegner hinter Mauern. Diese bleibt markiert, solange Tarnmodus aktiviert ist. Nein, mir fehlt noch ein bisschen. Schade. Was haben wir hier Tolles? Okay, und das hier? Ist auch nicht schlecht. L1 und X. Der Venom-Sprung. Alles klar. Den schnapp ich mir mal.
Ganz frech. Kann man die Mission jederzeit wiederholen? Ach ne, hier sieht man nur, wie viele Erfahrungspunkte man bekommen hat. Na gut, Leute, ich habe ja gesagt, die Folgen sind leider ein bisschen kürzer, weil es so viel zu tun gibt und so viele Videos kommen. Ich kann nur sagen, schaut am besten regelmäßig auf den Kanal. Es ist super viel los. Warum hat die hier so einen roten Punkt? Ma'am, interagieren. Ganz kurz? Okay, vielen Dank. Geil, Mann. Ein Bild mit dem echten Spider-Man. Ich glaub's ja nicht. Naja, rein theoretisch, ich bin nicht der Echte. Aber trotzdem danke. Gut, ja, schaut auf jeden Fall regelmäßig auf den Kanal. Es geht eine Menge ab. Seid am Start, seid mit dabei. Denkt ans Gewinnspiel. Bewertung reindrücken. Bis zum nächsten Mal, Friendos. Und tschüss.